dann kam man so mit Kumpels drauf aus dem Abitur. Würde ich schon schaffen, ja, aber nicht, wenn wir die Fächer aussuchen. Als dann wirklich die Zusage kam, nach dem Motto, Sie sind zugelassen zum Abitur, da geht einem natürlich schon der Stift so ein bisschen nach dem Motto, was passiert jetzt, wenn du da durchfällst? Musst du dann deine Doktortitel wieder abgeben? Ah, weg mit... Ich erkläre hiermit seine Urkunde für ungültig. Er kann sich eine Kopie machen und uns das Original wieder zurückgeben. Also zurückgeben tue ich es nicht. Sind Sie eine neue Schülung? Da wollen wir mal schauen. Oder so. Ja. Okay. Und bitte. Frau Simon, kommen Sie bitte durch. Nehmen Sie auf dem schwarzen Sessel am Fenster Platz. Sie haben rechtes Augenrot seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gemacht? Ich war gestern ganz normal mit Freunden unterwegs und da habe ich was ins Auge bekommen. Ah so, dann legen Sie mal das Kinn hier vorne ein. Ja. Beide Augen weit aufmachen. Naja, gut. Wir sind ein bisschen weg. Jetzt machen wir eben kurz das andere Auge an. Ja, das ist gar nichts, das ist gar nichts passiert. War wahrscheinlich eine schlecht gelüftete Kneipe. Neben Auge. Machen Sie nochmal zu, nochmal auf. Okay. Schreib mir die Salbe auf, dann ist das schnell wieder weg. Setzen Sie an. Nehmen Sie bitte mal das Kinn hier vorne ein. Ich gucke mir Ihr rechtes Auge an. Mhm. Ja, also ein Fremdkörper ist da jetzt nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, wir schreiben Ihnen die Salbe auf. Setzen Sie sich bitte zurück. Legen Sie bitte mal Ihr Kinn hier vorne ein, bitte. Kinn hier vorne bitte einlegen. Danke. Ich persönlich würde das Abi nicht nochmal machen wollen. Das war für mich schon schwer genug. Aber wer Spaß daran hat, es nochmal zu machen, warum sollte man es nicht tun? Für mich ist es wichtig, dass er ein qualifizierter Augenarzt ist und wie seine Noten jetzt im zweiten Abitur gelaufen sind, sind mir eigentlich sekundär. Ich prüfe jetzt nochmal Ihr Sehen nach. Kommen Sie bitte mal nach vorne. Kommen Sie bitte nach vorne. Dann lesen Sie mir doch bitte mal die... Ja. So wird es schlechter, ja. Und so wird es besser. Ja. Wir machen jetzt noch mal einen Test. Schauen wir bitte noch mal auf die 4 und auf die 7. Ganz entspannt. Welche von den beiden Zahlen ist denn jetzt schärfer? Die 4 oder die 7? Das hatte ich irgendwie... Das war die Frau. Wird das jetzt besser? Ja. Super. Lesen Sie dann bitte. Und bitte. Und dann schalten wir jetzt nochmal einmal weiter. Und dann machen wir noch den ganz wichtigen Rot-Grün-Test in die Brille. Ganz genau. Ja, noch bitte. Sehen nach Feierabend, klar, ja.
Le matin, morgen, avec, mit, le matin, morgen. Ihn kriegt, ich habe lange in Amerika gearbeitet, Führerschein, Facharztausbildung, muss man da nach gewissen Zeiten wiederholen. Und dann kam man so mit Kumpels drauf und wegen Abitur, boah, so ein Abitur würde ich auch nochmal schaffen. Würdest du nicht schaffen? Würde ich schon schaffen, ja, aber nicht, wenn wir die Fächer aussuchen. Ja, Sport nicht, aber ansonsten könnt ihr die Fächer aussuchen und dann würde ich das schon schaffen. Und wie gesagt, ich musste mich natürlich ein bisschen tarnen, das heißt, ich brauchte einen Strohmann-Adresse. Ich habe eine gute Freundin in Oberhausen, da habe ich die Adresse benutzt und ich habe mir einen Lebenslauf zusammengefummelt. Ich musste ja meine Geburtsurkunde einreichen, das Original, das musste alles stimmen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin in Gelsenkirchen geboren und dann sind meine Eltern ausgewandert und dann bin ich nicht in der Privatschule gewesen. Und dann habe ich als Koch den Rest des Lebens bis jetzt verlebt. Und jetzt bin ich in der Situation, habe so ein bisschen gespart, bin gesettelt. Jetzt würde ich ganz gerne studieren und dafür brauche ich ein Abitur und das würde ich jetzt ganz gerne machen. Als dann wirklich die Zusage kam, nach dem Motto, Sie sind zugelassen zum Abitur und Sie haben die und die Termine, da geht einem natürlich schon der Stift so ein bisschen nach dem Motto, was passiert jetzt, wenn du da durchfällst? Musst du dann deine Doktortitel wieder abgeben, musst das alte Abitur abgeben, was passiert dann? Auch so Gutenberg-mäßig denkt man natürlich dann schon nach. Natürlich irgendwo, sagen wir mal so, da waren auch alkoholische Getränke im Spiel. Dann kommt es natürlich dann schon mal dazu, dass einer sagt, ja hör mal, nee, das wirst du nicht schaffen. Und natürlich ist man dann durch sowas auch angestachelt, ganz klar. Vollbeschäftigung? Ja, glücklicherweise, ja. Also dann hat man einfach, was man dann macht, ist, man liest dann nicht mehr so die Krimis oder die Romane, die man so normalerweise liest oder was man so normalerweise macht, sondern dann hat man einfach so ein gewisses Programm und liest dann die Sachen, die jetzt in gewissem Sinne prüfungsrelevant sind. So ein Training hat man natürlich nicht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Leistungskursklausuren über 5 Stunden, da war ich, hatte ich das Hemd durchgeschwitzt, also das war schon anders, klar. Also am schwierigsten war natürlich Französisch. Das hatten die Kumpels mir extra ausgesucht, weil die natürlich gewusst haben, habe ich nie an der Schule gehabt. Wir waren hier am Schützerschau-Gymnasium, hatten damals Russisch. Und das Leichteste war natürlich für mich Mathematik, ist klar. Es gab eigentlich gar keinen richtigen Wetteinsatz. Es war natürlich so, die Jungs haben hinterher natürlich nochmal eine Party geschmissen. Aber es war jetzt nicht irgendwie jetzt 50 Euro, wenn du es schaffst, 50 Euro, wenn du es nicht schaffst. Nein, nein, das war so... der Ehrenhalber natürlich, ja. Ja, also sagen wir mal so, ob das sie jetzt dem wieder hergeben, das ist natürlich so, das ist natürlich irgendwo so eine gewisse Trophäe, die gibt man natürlich nicht so schnell raus, wobei ich das auch irgendwo albern finde, dass sie das jetzt wirklich wieder haben wollen, die sind da sehr, sehr formal und ein bisschen spaßfreier. Ich habe keine Angst eingejagt, sondern es war einfach irgendwie so ein Spaß, der irgendwo natürlich in gewissem Sinne illegal ist, aber der dann irgendwie doch ganz witzig war. So viele Unterschiede. Man muss ganz ehrlich sagen, aufgeregter war ich eigentlich jetzt bei dem zweiten, weil damals waren andere Zeiten. Das können sich die Leute heute, glaube ich, gar nicht mehr so vorstellen. Ich bin von 1967 bis 76 sind wir zur Schule gegangen. Wir haben mit 45 Leuten gestartet. Es wurde bei uns jedes Semester, jedes Jahr wurden Leute aussortiert. Wir waren dann hinterher mit 11 Leuten aus der Grundklasse. Das war die Offiziersecke. Wir wussten, dass wir das schaffen würden. Und die Noten waren damals überhaupt nicht wichtig. Packt, ich habe denen dann zurückgeschrieben, also zurückgeben tue ich es nicht. Und außerdem, wenn Sie es nochmal besser sehen wollen, dann trete ich gerne nächstes Jahr nochmal an. Mir haben ja die Kumpels die Fächer ausgesucht. Nächstes Jahr dann suche ich mir mal die Fächer aus und mal gucken, ob der Schnitt dann besser wird. Also Abitur war also absolut kein Spaziergang. Ganz im Gegenteil, ich habe mich da auch wirklich drauf vorbereitet und habe mir die Sachen also nochmal gut angeguckt. Und mir ist auch ganz klar, wo da so meine Grenzen sind. Und ich habe ja auch nicht überall das hervorragend gekonnt. Ich denke mal, das ist schon eine gewisse Leistung. Und ich fand auch,